Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Einführung in die Geschichte und ihre Quellen beim Thema historische Quellen, Darstellungen der Vergangenheit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Einführung in die Geschichte und ihre Quellen. Was ist Geschichte? Geschichte ist alles, was passiert ist. Somit ist alles, was sich jetzt gerade ereignet, im nächsten Moment Geschichte. Und jeder Mensch hat, solange er lebt, eine immer länger werdende Lebensgeschichte. Wozu Geschichte? Wenn wir viel über die heutige und vergangene Zeiten wissen, können wir diese miteinander vergleichen und erkennen, welche Fehler Menschen in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn wir die Ursachen für Irrtümer und Fehlentwicklungen feststellen, so können wir diese in Zukunft leichter vermeiden. Wenn wir zum Beispiel erkennen, wie Hass, Feindschaft und Gewalt zu Kriegen führen können, haben wir eher die Möglichkeit, diese in Zukunft verhindern zu können. Durch den Vergleich von heute und damals können Menschen aus der Geschichte lernen. Was sind Quellen der Geschichte? Quellen sind Informationen, wie zum Beispiel alte Bauwerke oder Urkunden, die aus vergangenen Zeiten stammen und aus denen wir etwas über die Geschichte erfahren können. Es können die folgenden vier Arten von Quellen unterschieden werden. Die mündliche Quellen, zum Beispiel Berichte von Zeitzeugen, schriftliche Quellen, wie zum Beispiel Urkunden, alte Bücher und Briefe, gegenständliche Quellen, zum Beispiel Gegenstände, Bauwerke, und bildliche Quellen, zum Beispiel Malerei, Gemälde, Fotos und Filme. Je mehr möglichst unterschiedliche Quellen wir finden und verstehen, umso mehr können wir über die Ereignisse der Vergangenheit herausfinden. Wenn wir zum Beispiel mehrere Menschen befragen, was sie früher erlebt haben, werden wir wahrscheinlich verschiedene Meinungen und Aussagen zu bestimmten Ereignissen, wie etwa Kriegen, erhalten, da sie diese unterschiedlich erlebt haben. Menschen, die über Ereignisse berichten können, die sie selbst erlebt haben, werden Zeitzeugen genannt. Was sind Historikerinnen bzw. Historiker und Archäologen? Menschen, die sich besonders beharrlich und gründlich mit vergangenen Zeiten beschäftigen, werden als Historikerinnen bzw. Historiker bezeichnet. Archäologinnen und Archäologen erforschen die Vergangenheit unter anderem durch genau geplante und durchgeführte Ausgrabungen und Untersuchungen von gegenständlichen Quellen, auch dingliche Quellen genannt, wie Gebäude, Waffen, Münzen, Werkzeuge und Kunstwerke. Ein besonders bekannter Archäologe der Neuzeit war der Deutsche Heinrich Schliemann, der im 19. Jahrhundert durch sein genaues Studium der Sagensammlung der Ilias, des Dichters Homer, unter anderem in Griechenland im Ort Mykene den Schatz des sagenhaften König Agamemnon ausgraben und in der heutigen Türkei die Stadt Troja finden konnte. Experimentelle Archäologen wollen heute, also in der Zeitgeschichte, herausfinden, wie Menschen früher lebten. Sie versuchen beispielsweise zu erkennen, wie bestimmte Sachen, wie diese etwa Schwerter aus Eisen herstellen konnten oder es geschafft haben, bestimmte Leistungen zu vollbringen, wie etwa mit bestimmten Werkzeugen einen Baum zu fällen. Dazu betrachten sie unter anderem genau Fundstücke aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel Speisereste aus der Römerzeit, wie Knochen, Samen und so weiter und überlieferte Rezepte. Aufgrund dieser Informationen bauen sie einen Ofen, der alten Abbildungen aus dieser Zeit entspricht, und versuchen mit den von ihnen vermuteten Zutaten bestimmte Speisen wie zum Beispiel den Puls der Römer, ein damals weit verbreiteter Getreidebrei, nach. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und im nächsten Video dieser Playlist geht es dann darum, die Darstellung der Geschichte in Form zum Beispiel von Zeitstreifen.